Planeten und Sterne. Boah, der Mond und die Sonne sind ja beide am Himmel. Ah, Mond und Sonne. Das sieht echt toll aus. Hey, ich habe eine Idee für ein Spiel. Wir könnten Sonne und Mond spielen. Los, das macht Spaß. Okay, aber wie geht denn das? Schau, ich bin die Sonne und strahle ganz hell. Und du bist der Mond. Yeah, aber jetzt ist Mondzeit. Jetzt sieht man uns beide am Himmel. Ich frage mich, warum wir das so selten sehen. Komm, wir fragen mal Wunderwand, wie das geht. Na gut. Hallo, Wunderwand, wie geht's dir? Mir geht's gut, Pixie. Und dir? Mir geht's gut. Guck mal, heute bin ich die Sonne und Mummel ist der Mond. Darum ist mir etwas heiß. Ich Mond. Ja, genau, so sieht ihr auch aus. Danke, ich weiß. Aber hast du gesehen, dass die echte Sonne und der echte Mond gleichzeitig am Himmel sind? Stimmt, sie sind beide da. Das kommt nicht so oft vor. Warum ist das so? Wie geht das? Nun, Pixie, ich meine, liebe Sonne, du bist ein Stern, ein leuchtender Feuerball am Himmel. Wow! Ich... Du Mond bist ein kleiner Planet. Du drehst dich um die Erde, die sich um die Sonne dreht. Dann dreht sich Mummel nicht um die Sonne? Nicht direkt. Der Mond dreht sich um die Erde und zusammen drehen sie sich um die Sonne. Ach so, immer rundherum. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum wir sie beide sehen können. Nun, es kommt darauf an, wo du gerade auf der Erde bist. Wenn du auf der Sonnenseite stehst und der Mond in der richtigen Position ist, kannst du beide sehen, wie hier. Wow, und was heißt das, die Sonnenseite? Die Sonne, Pixie, scheint so auf die Erde, dass eine Seite in der Sonne liegt und die andere im Schatten. Da sich die Erde um sich selbst dreht, sind wir manchmal auf der sonnigen Seite. Und das nennen wir Tag, oder? Ja, genau. Und manchmal liegen wir im Schatten. Das ist die Nacht. Ich hab's. Richtig. Auf der sonnigen Seite sehen wir nur das helle Licht der Sonne. Wenn wir im Schatten liegen... Nachts? Genau. Nachts sehen wir den Mond. Er scheint hell, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Was heißt das, das Licht reflektieren? Pixie, das ist so, als wenn du dich selbst in einem Spiegel siehst. Das Licht wird vom Spiegel zurückgeworfen. Und genauso ist es mit dem Mond. Das Licht der Sonne wird vom Mond reflektiert und wandert in unsere Augen. Ah, die Sonne scheint so stark, dass sie den Mond leuchten lässt. Ja, sie ist ein riesiger Feuerball, der sehr hell scheint. Ich verstehe. Genauso wie ein Feuer, das auch Hitze und Licht abgibt. Richtig, Pixie. Aber die Sonne ist viel heißer als ein normales Feuer. Das Feuer ist einige tausend Grad heiß. Aber im Zentrum der Sonne ist es 15.000 Mal heißer. Unglaublich. Du sagst es. Unglaublich. Unser Planet Erde ist ein Sandkorn im Vergleich zur Sonne. Doch, weißt du was? Was? Es gibt viele Sterne da draußen, die noch viel, viel größer sind als die Sonne. Wie kann das sein? Die Sterne sehen so klein aus. Sie sehen klein aus, weil sie so weit weg sind. So wie ein Feuer klein aussieht, wenn es weit weg ist? Genau, Pixie. Nur, dass Sterne riesig sind und das Licht eine lange Zeit braucht, bis es uns erreicht. Wie lange braucht es denn? Das Licht bewegt sich 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer weit weg. Und das Licht braucht 8 Minuten, um hier anzukommen. Das Licht einiger Sterne braucht dafür sogar Jahre. Oh Mann, wenn ich so schnell wäre, würde ich zu den Sternen fliegen. Das ist die Milchstraße. Das ist die Galaxie, in der sich unsere Erde befindet. Wissenschaftler denken, Pixie, dass es dort Milliarden von Sternen gibt. Du könntest also viele Sterne besuchen, aber selbst das wäre nur ein kleiner Teil des gesamten Universums. Es gibt sicher mehr Sterne im Universum, als es Sandkörner auf der Erde gibt. Wow, mehr Sterne als Sand auf der Welt? Ja, und viele Sterne haben ihr eigenes Sonnensystem. Was ist ein Sonnensystem? Ich erklär's dir.
Das ist unser Sonnensystem. 8 Planeten drehen sich um unsere Sonne. Sie heißen Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und dann ist da noch Pluto. Er wurde auch mal als Planet bezeichnet, aber Wissenschaftler sagen, er sei viel zu klein dafür. Armer Pluto. Zu klein, um ein Planet zu sein. Er besteht nur aus Eis und das kann man nicht essen. Und er hat keine Masse. Er ist weit weg und braucht lange 248 Jahre, um einmal die Sonne zu umdrehen. Brrr. Gut, dass ich auf der Erde bin und nicht auf so einem kalten Planeten. Na, das wäre ja was. Zum Glück leben wir auf der Erde. Sie ist nicht so weit von der Sonne entfernt, dass sie friert. Und nicht so nah, dass es zu heiß wäre. Also hat die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne. Sie ist der einzige Planet mit den optimalen Lebensbedingungen. Und welche Lebensbedingungen brauchen wir? Nun, neben der richtigen Entfernung zur Sonne brauchen wir Luft zum Atmen und Wasser. Ohne Wasser wäre das Leben auf der Erde nicht möglich. 2/3 der Erde bestehen aus Wasser. Das kannst du vom Weltraum aus sehen. Sieh mal. Und darum nennen wir die Erde auch den blauen Planeten. Okay, verstehe. Und welcher ist der größte Planet? Der größte Planet ist der Jupiter. Er besteht aus Gasen und dreht sich trotz seiner Größe mehr als 2-mal so schnell wie die Erde. Er dreht sich in weniger als 10 Stunden um die eigene Achse. So schnell? Mhm. Drehen sich alle Planeten um sich selbst? Ja, alle Planeten drehen sich um ihre eigene Achse und auch um die Sonne. Du meinst, sie umrunden die Sonne und drehen sich um sich selbst zur selben Zeit? Ja, ja. Die Erde braucht beispielsweise einen ganzen Tag, also 24 Stunden, um sich um die eigene Achse zu drehen. Und 365 Tage, also ein ganzes Jahr, um die Sonne zu umkreisen. Also von einem Geburtstag zum anderen kreist die Erde einmal um die Sonne? Genau so ist es. Du und die Erde werden dann ein Jahr älter. Tadadada. Toll, bitte erzähl mir mehr über Planeten. Der Mars ist unserer Erde am ähnlichsten. Er ist nach dem Gott des Krieges benannt und wird wegen seiner Farbe auch roter Planet genannt. Oh, rot, wirklich? Warum ist er rot? Die rote Farbe kommt vom Rost. Die Steine auf dem Mars enthalten viel Eisen, das rostig wurde und deshalb rot aussieht. Der rostige Planet. Hier, das ist die Venus. Das ist der hellste Planet. Seine Wolken bestehen aus Schwefelsäure, die das Licht besonders gut zurückwerfen. Cool. Wie der Mond? Genau. Aber die Venus ist kein Mond. Monde sind Himmelskörper, die um einen anderen Planeten kreisen. Verstehe. Also Venus ist kein Mond, weil sie um mich kreist, die Sonne. Genau. Erzähl mir mehr über Monde. Ja, gerne doch. Unsere Erde hat nur einen Mond. Aber der Planet Jupiter hat mindestens 63 Monde. Die 4 größten sind Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und wo kommen diese ganzen Monde her? Nun, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Planeten vor langer Zeit mit anderen Himmelskörpern zusammengestoßen sind. Bang! Und durch diese Unfälle entstanden große Steinbrocken. Dann blieben Steinbrocken zurück, die sich mit der Zeit immer mehr miteinander verketteten und so zu Monden wurden. Oh, und jetzt? Stoßen immer noch Himmelskörper mit der Erde zusammen? Zum Glück nicht. Die Erde hat ein magnetisches Feld, das uns vor gefährlichen Steinen aus dem All schützt. Große Steine fliegen normalerweise vorbei. Macht's gut, Steine. Manchmal fliegen Steine wie dieser vorbei. Man nennt sie Kometen-Pixie. Sie haben einen hellen Schweif oder Staub aus Gas. Wenn diese Partikel in die Lufthülle der Erde eintreten, werden sie durch Reibung heiß und glühen. Und so entstehen Sternschnuppen. Über 20.000 dieser kleinen Steine und Meteoriten fallen jedes Jahr auf die Erde. Und für manche ist es sehr romantisch. Wow, Sternschnuppen! Und wenn du eine siehst, darfst du dir was wünschen. Oh, wirklich?
Dann wünsche ich mir, dass ich zum Mond und zur Sonne und zu allen Sternen im Universum fliegen könnte. Na, das wäre doch toll. So weit ist noch nie jemand gereist. Aber ich frage mich, woher wissen wir das alles, wenn noch niemand da war? Das kann ich dir sagen. Mit Hilfe von riesigen Teleskopen. Das sind große Gläser, mit denen Menschen ins All sehen können. Ich will auch ein Teleskop haben. Wer hat solche Gläser? Astronomen haben diese Teleskope. Astronomen, was? Astronomen, so nennen wir die Menschen, die das Weltall studieren. Und die arbeiten mit Teleskopen? Mhm. Und mit der Zeit entwickelten Wissenschaftler immer bessere Teleskope. Und mit denen schaut man tiefer und tiefer ins Universum. Toll. Und diese Leute finden immer mehr und mehr über die Sterne heraus? Es gibt noch eine Menge über das Universum herauszufinden. Zum Beispiel wissen wir noch nicht, ob es ein Ende hat. Was? Es hat kein Ende? Wir wissen es nicht sicher. Ich werde endlose Weiten entdecken. Danke, Wunderwand. Das war sehr interessant. Gern geschehen, Pixie. Jetzt lass uns spielen. Tschüss! Auf Wiedersehen, meine Freunde. Mummel, du bist der Mond und ich bin die Erde. Ich drehe mich und du drehst dich um mich. Schau, ich bin oben. Oh, Erde und Mond kollidieren. Das ist eine Katastrophe. Pixie, lass uns mitgehen. Pixie, einfach gut.